Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video versuche ich die Giant Pumpkin Cat zu hatchen und nebenbei verschenke ich mal wieder ein paar Pets an meine Zuschauer aus dem letzten Livestream. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like da und wir fangen jetzt schon mal an. Aber bevor ich die Eier öffne, werde ich mir natürlich neue Booster reinklatschen, weil ohne Booster keine Eier. So, das hat zu reichen. So, jetzt aber bitte sofort Rainbow Pumpkin Cat. Auch gut, aber keine Rainbow Pumpkin Cat. Komm. Guck mal, die Pets hier werden immer instant gelöscht bei mir. Ich ziehe so viele von den Vampire Bats auch immer in Gold und in Rainbow und die werden instant gelöscht, wenn man nicht einstellen kann, dass man Rainbow Pets doch behalten möchte. Die Minute sollte jetzt aber auch rum sein, das heißt, ich kann jetzt nochmal verschenken. Und zwar Musikbox HP. Wo haben wir dich? Da. Du bekommst dann auch nochmal zwei Grim Reaper. Zwei Grim Reaper. Zwei Grim Reaper. Zwei Grim Reaper. Pet is already in the trade. Okay, danke. So, als nächstes wäre dann Noah dran. Ah, und Wasser trinken. Vergesst nie, euer Wasser zu trinken. Ja, Leben ist hart, aber die anderen Leute schaffen es auch rein. Ihr seht, es joinen ständig neue Leute nach. Weil die Leute tatsächlich jetzt auch in der Lage sind, mal den Server zu verlassen. Finde ich gut. PS4-Boy, lol. So, muss die Trade-Anfrage dann auch annehmen, PS4-Boy. Sehr gut. Digga, ich möchte dir zwei Grim Reaper geben. Warum macht Roblox das nicht? Das Leben ist so hart. Ich sag viel zu oft, das Leben ist hart, das Leben ist wunderschön, aber ich hätte gerne mehr Geld, dann hätte ich nicht so viele Geldprobleme. Fabian, PS4, lol, Musikbox, PS4-Boy, Fauler sagt, möchte noch ein Pet. Fauler sagt, du musst deine Trades auch auf öffentlich stellen und dann öffne ich bis dahin noch mal ein paar Eggs. Und es sind wieder zwei Leute nachgejoint. Ich möchte jetzt mal wieder was... Hallo? Ich will nicht immer nur normale Vampire-Bats ziehen. Was ist das denn? Der Werwolf macht es auch nicht besser. Wisst ihr, so fühle ich mich den ganzen Tag. Ich sitze hier, öffne Eggs und denke mir so, yay, ein Ghoulhorse, aber ich hätte ja gerne die Huge Pumpkin Cat. Das denke ich mir die ganze Zeit. So, habe öffentlich jetzt. Okay, dann kriegst du jetzt auch eine Trade-Anfrage. Als nächstes wäre dann auch André dran. So, und André haben wir hier. Du kriegst dann natürlich auch nochmal zwei Grim Reaper. Und es sind schon wieder zwei Leute gejoint. Also es funktioniert mit dem Lieben. Und schon wieder ein Ghoulhorse. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um jetzt nochmal Pets zu verschenken. So, kriechen. Holt euch nicht so einen generischen Namen. So, dann hätten wir dich noch. So, wenn es gleich keiner mehr reinschafft, dann werde ich die Lobby wechseln. So. Ich hoffe, die Minute ist gleich rum, damit ich wieder Pets verschenken kann. Ich will jetzt keine Vampire-Bats mehr. Ich will jetzt endlich mal so eine Giant Pumpkin Cat ziehen. Das kann doch nicht sein. Ich hab wirklich, seitdem das Update raus ist, ist mein Laptop permanent am Farmen. Und zwar entweder am Candy Coins Farmen oder am Eier öffnen. Ich habe noch keins gezogen. Na gut, dann fangen wir mal an, weil jetzt müsste die Minute ja auch rum sein. Angefangen mit dir, please. Danke. Gefolgt von dir. Aber hier, du musst deine Trades auf öffentlich stellen, damit ich dich antraden kann. Apple haben wir hier. Und als nächstes, Mr. Void, dich hatten wir schon. Und wenn du ein anderer Mr. Void bist, hast du Pech. Wie gesagt, wenn ihr alle die gleichen Namen habt, dann werdet ihr auch alle als die gleiche Person behandelt. Und ein Palette-Fan hat zum Beispiel heute noch kein Pet von mir bekommen und deswegen kriegt er von mir ein Pet. So, ich versuche jetzt noch einmal dich zu traden. Ja, jetzt hast du deine Trades auch öffentlich. Gut, bitte sehr. Und ich will jetzt, please, eine Pumpkin Cat ziehen. Und ja, der Nächste hat es reingeschafft zu joinen mit irgendeinem Spam. Namen. Aber sonst schafft es auch keine weitere Person mehr rein. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe Mythical gezogen. Ich will jetzt weiter öffnen, bis ich endlich Dings hier... Oh, jetzt doch, jetzt schaffen es doch wieder Leute rein. Please, Pet. Ja, wir müssen noch warten, bis die Minute rum ist. So schnell geht eine Minute leider auch nicht. Entschuldigung, dass meine Trades aus waren. Kein Ding. Ach komm schon, ich will die Pets nicht mehr haben. Please, gib mir was anderes. Please, das doch nicht. Das ist das Schlechteste, was man ziehen kann.
Das ist das Schlechteste, was man ziehen kann aus dem Eck. Das ist das Zweitschlechteste, was man ziehen kann. Das ist das Drittschlechteste, was man ziehen kann. Das ist das Schlechteste, was man ziehen kann. Jetzt bitte, gib mir wenigstens einen Mythic. Eins. Okay, Legendary reicht mir. Dann habe ich wieder was zum Verschenken. So, wer hat's reingeschafft? Der Typ mit dem Spam-Namen. Bei Spam-Leuten würde ich aufpassen, dass keine Alt-Accounts sind, ist mir egal. Dann mache ich aus Gefühl. So, dann haben wir Mohamed Moseli. Wo haben wir dich? Du hast deine Trades noch auf Disabled, die musst du noch anstellen. Ich nehme keine Trade-Anfragen von euch an, sonst fliegt er aus der FL. Und Finnyboy. Finnyboy habe ich schon mal Pets gegeben, aber das war, glaube ich, in einem anderen Livestream. Warte, seit 20... Warte, ich komme nicht rein. Seit 20 oder 30 Minuten. So lange bin ich noch gar nicht auf diesem Server. So, und du kriegst auch noch Pets. Komm, zwei. Bitte sehr. Na, gucken, wann ich endlich die ganzen Rainbow Grim Reaper los bin. Was wollte ich sagen? Ah ja, das finale Ziel wäre es ja, das Inventar voll zu haben mit Dark Matter Ghoul Horses. Das wäre schon cool. Aber dafür muss ich ja erstmal die ganzen anderen Pets loswerden. Die hier zum Beispiel. Warum ziehe ich immer so viele von denen? Wer will das schon? Und hört auch auf, euch die ganze Zeit Shish zu nennen. Ich habe heute schon drei Leuten, die Shish hießen, Pets gegeben. Und das habe ich nur gemacht, weil ich... Mohamed, du hast deine Trades immer noch disabled. Und das auch nur, weil die immerhin sehr unterschiedlich Shish hießen. Wechsel bitte Server. Ich werde den Server wechseln, wenn die beiden Leute, die jetzt gejoint sind, ihre Pets bekommen haben oder halt nicht untradebar sind. Dann werde ich den Server wechseln. Es sei denn, es schauen wieder neue Leute rauf. Das ist doch mal was Schönes. Zweimal hintereinander Mythicals, einmal in Gold, zweimal in Normal. Perfekt. So soll das eigentlich die ganze Zeit laufen, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Habe ich kein Problem damit. Ah, jetzt kriege ich wieder Pets. Nee, Strähne vorbei. So, Mohamed, jetzt hast du deine Trades öffentlich. Das heißt, jetzt kannst du auch Pets bekommen. Guck mal hier, warum ist der Ghoul Horse hier dazwischen? Ich weiß, dass du gar nicht drin warst, aber hört auf, euch alle Shish zu nennen. Weil die Chance ist sehr hoch, dass ich euch dann mit jemandem verwechsel. Aber du hast deine Trades auf Friends Only. Bei dir weiß ich, dass du noch nicht drin warst. Aber in jedem Livestream gebe ich mindestens drei Leuten, die Shish heißen, Pets. Und wenn es dann mal vorkommt, dass die E's gleich viele sind oder gleich viel aussehen, dann habt ihr Pech. Dankeschön. So, bitte weitermachen. Nur noch Ghoul Horses ziehen, danke. Naja, statt Ghoul Horses, ich würde auch gerne all meine Ghoul Horses hergeben für eine so eine Giant Pumpkin Cat. Aber der Simulator gönnt halt nicht. So, du hast deine Trades immer noch auf Friends Only. Kein Problem, immer gerne. Ich ziehe wieder Ghoul Horse, das ist schön. Oder kann ich 30 Rainbow Reaper für 2 Rainbow Ghoul Horse? Was? Nein, mich... Hä? Ich verschenke die ganze Zeit die Reaper, weil mich die Reaper nicht jucken. Der einzige Grund, warum ich die Reaper nicht direkt gelöscht habe, nachdem ich sie ziehe, ist, weil ich die das zu schade finde und die an euch verschenken möchte. Hast du Mythical Chance Max? Ja, ich habe alles maxed. Ich habe alle Gamepässe, die mir Luck geben. Ich habe alle Luck-Booster drin. Ich habe Mythical Chance Max. Deswegen ziehe ich so viele. So, jetzt öffentlich. Okay, Shish. Dann werde ich, nachdem ich dir jetzt Pets gegeben habe, auch endlich wieder den Server wechseln. Ja, langsam. Genug Zeit auf diesem Server verbracht hier. Und apropos genug Zeit auf diesem Server verbracht. Wir haben jetzt nämlich auch genug Zeit mit diesem Video verbracht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!